Das ist geschehen, YouTube. Herzlich willkommen zum Let's Play Part 3. Jetzt haben wir die Strecke Die Flut und werden jetzt mal gucken. Die Stadt ist aufgrund heftiger Niederschläge irgendwie abgeschwert von irgendwas und wir müssen mit dem LKW durch die Flut. Fangen wir mal an. Das ist unsere Strecke. Und wir müssen die durch das Trümmerfeld durchtransportieren. Oh, hier ist schon das erste Hindernis. Fahren wir überhaupt richtig? Bin ich jetzt in die... Ja, ich bin in die falsche Richtung gefahren. Ich Idiot. Ich bin so ein Idiot. Wir hätten einfach nur rechts rum müssen. Warum fahre ich da durch? Mensch, 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 Mensch. In der Line. Kann man nur so doof sein, du. Blöder Arsch, du. Okay, bis jetzt ist die Strecke noch ziemlich einfach. Aber ich sage mal noch, dass es bestimmt heftiger wird. Au, Zusammenstoß. Zweimal, dreimal. Schon gleich zu Anfang. Ja, das Blöde ist, man erkennt die Trümmer hier so schlecht. Es wird ja nicht nur erschwert durch den Regen. Oh, wartet mal. Wir können ja eigentlich auch mal... das hier benutzen. Weil es ja gar nicht so schlecht, die Außenkamera mal zu benutzen. Ich würde sagen, die Kamera hier ist besser. Ah, es sieht gut aus. Ich benutze trotzdem immer noch die Spiegel links und rechts. Minus 300 Punkte, leck mich. Aber ich glaube, die Strecke war ziemlich langsam. Das waren 2 Minuten, deswegen starten wir die ausnahmsweise nochmal neu. Weil man kommt, Leute, wegen 2 Minuten kann man nichts sagen. So, hier war nämlich der Unfall. Genau hier vorne war das. Jetzt machen wir das nämlich mal so. Wir schlagen jetzt einfach mal ein bisschen stärker ein. Hier. Ziehen dann gleich wieder rüber. Das wird knapp mit hinten rechts. Aber wir haben es noch gekriegt. Ah, das sieht gut aus.
lässt man uns hier einfach durch diesen kaputten Modder und überall durchfahren. So, jetzt müssen wir nur noch zwischen diesen Autos hier durch. Man muss auch immer, das ist immer schwer einzuschätzen, so ein bisschen so die Länge des LKWs. Aber ich denke immer, das werden wir schon hinbekommen. Jetzt mal rüber über den Huggel hier. Und dann rein ins Ziel. Ich hoffe, wir verkacken hier nicht und machen hier einen Unfall oder sowas. Aber nein, ich glaube immer nicht. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Bestzeit gekriegt. 300 Punkte, kein Unfall, also besser als das vorige. Nur mit dem vorigen waren wir schneller durch. Hier haben wir halt jetzt mal ein bisschen mehr aufgepasst. Daher ging das. Danke, Zuschauer YouTube. Wir sehen uns in Part 4. Bis dahin sage ich Tschüss. Danke.